Das Thema ist Liebe, also let's go. Er ist einer von uns. Er hat auch einen Arschfetisch. Echt? Ja. Herzlich willkommen. Apropos, auf 3 Plus hat Voice of Switzerland begonnen. Hier ist Sonja, die erste Kandidatin. Oh, falsche Sendung. Hier ist die erste Kandidatin. Und wenn sie singt, freuen sich alle. Naja, fast alle. Freude herrscht auch bei First Dates. Über schöne Geschenke. Er hat mir diesen Kugelschreiber geschenkt. Was ich auch gar nicht schlecht finde. Ich finde es eine tolle Geste, warum auch nicht? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Wenn man, sagen wir, beteiligen ist an dem Zügelunternehmen, wo ein Startup war in Zürich. Startup. Träumt. Really? Du mit dem Lachen da. Du siehst aus wie der tanzende Erdöpfelsack. Komm, ey. Aber kann mir mal jemand mein Loch zunehmen? Da hängt er am Arsch. Der Jurorin Anna Rossinelli wird es langsam etwas heiß. Richtige Rampensau! Ja! Yeah, du kannst dich auch noch richtig gut bewegen! Merci vielmals! Oh, jo! Oh, nein! Nein! Kannst ich du also den Prince. Spagat und so, oder wie? Willst du Spagat sehen? Oh, ja! Check it out! Yo, what's poppin', dude? Das ist mein Bruder, der Esteban, ganz geiler Sich, er ist Bassist und wir haben zusammen eine Band, die Lemon Brothers. Bam, das ist doch wie ein Klapf an Grenz. Die sollen erstmal richtig arbeiten. Ich zeige es jetzt gerade beim Vordersten, wenn wir die gut haben. Ich habe gesagt, du sollst die gut haben. An den Blättern. Und ziehen sie vorsichtig rausziehen, dass sie mit den Wurzeln rauskommen. Okay. Du hast es mega gemacht. Für mich ist der Song halt immer I wanna go highway to heaven and not to hell. Das ist so ein bisschen mein Slogan in diesem Song. Sonst ist es ein bisschen anders. Ich würde mir das schrecklich vorstellen, wenn ich den Team jetzt fahre. Aber. Ich habe zuerst gar nicht geschnallt, was das ist. Also so, wow, so grosse Dinger gibt. YOLO DI YOLO DI.